Jetzt beginnt das Spektakel. Jetzt beginnt das Spektakel. Die Fahne erhebt sich. Die Fahne, ich sehe die Meistersterne von Dynamo Dresden. Die Meistersterne, in denen die SG Dynamo Dresden Meister in der DDR geworden ist. Es ist spektakulär. Es ist eine Gänsehautentzündung im Dynamo-Stadion. Wow, sowas hat man noch nicht gesehen. Die Legende aus Elbflorenz, ein riesengroßer Stoff, erhebt sich über 56.000 Arme, zieht sich die Choreografie nach oben. Es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Da bleibt einem der Mund offen stehen. Aber wir müssen weiterreden, immer weiter. Es ist die größte und aufwendigste Choreografie. Ich sag's nochmal, 851 Tage wurde daran gearbeitet. 35 Meter hoch, 350 Meter lang. Zwei Menschen haben Tag ein, Tag aus in den letzten 2,5 Jahren daran genäht und gearbeitet in ihrer Freizeit. Die sind voll beschäftigt. Die haben dafür ihren Urlaub geopfert, ihre komplette Freizeit. Wenn es Familiengefallen gab, waren sie nicht da. Sie haben genäht. Wie gesagt, 35.000 Quadratmeter Stoff decken vollständig die Tribünen im Heimbereich ab. Es sind 70 Kilometer Nähgarn vernäht worden. 70 Kilometer, das ist die Entfernung zwischen Dresden und Bautzen. Und wie gesagt, 8 Nähmaschinen wurden verbraucht. 8 Nähmaschinen. Verweile doch, so, du bist so schön. Das ist ein fantastischer Moment. Und man hält so viel aktuell auf irgendwelchen Smartphones fest. Aber diesen Moment, den muss man einfach festhalten, weil er so wahnsinnig ist. Weil er ein Teil der jüngsten Dynamo-Geschichte ist. So wie Osnabrück oder Leverkusen gehört diese Wahnsinnschoreografie zu diesem Verein. Das ist mein Dresden, das ist meine Sportgemeinschaft Dynamo. Und dieses Bild wird sich nach ganz Europa tragen. Dieses Bild dieser spektakulären Choreografie. Ob nach England, nach Griechenland oder nach Bosnien. Überall werden Sie sehen, was Dynamo Dresden für ein Verein ist. Dynamo, du bist der geilste Drittligist der ganzen Welt. Du bist ein spektakulärer Verein. Und wenn Sie das jetzt hier sehen, wie die Fans das gemeistert haben, geschafft haben. 28.000 Fans im Herzen vereint, helfen an dieser spektakulären Choreografie, an dieser Blockfahne, ganz ehrlich, wie ich sie noch nie gesehen habe in einem Fußballstadion. Die besten Fans, tut mir leid, ich kann nicht sehen, was auf der Haupttribüne ist, weil ich über der Haupttribüne stehe. Aber ich sag mal ganz ehrlich, hier helfen alle mit. Ob Ultras, ob Familie oder ob VIP-Gast, ob Sponsor, alle helfen sie mit. Und die Blockfahne steht und die Menschen jubeln drunter und alle helfen sie mit. Ich sag Dankeschön an die, die das mitgemacht haben. Der Aufwand hat sich komplett gelohnt. Und Respekt auch an die Fans aus Magdeburg, ganz kurz erwähnt, die 1800, denn die zerstören den Moment nicht. Die lassen der Sportgemeinschaft Dynamo diesen wahnsinnigen Moment für die Geschichte. Und das ist dieser Moment, dieser 31. Oktober 2015. Und jetzt kommen die Mannschaften dort unten auf den Rasen zum Elbklassiko, zum Klassiker des Fußballostens raus. Und es kann beginnen, dieses Fußballspektakel. Aber eins ist klar, diese Choreografie, diese Blockfahne wird keiner vergessen. Das wird jeder seinen Enkeln, seinen Kindern, der Tante oder dem Onkel zeigen. Das muss man gesehen haben. Das ist Dresden, das ist Dynamo. Es kann losgehen, der Klassiko der Elbe, Dynamo gegen Magdeburg. Ich bin heiß, ich freue mich und wie gesagt, es ist eine Gänsehautentzündung gewesen. Projekt X hat sich komplett gelohnt. Das waren die Eindrücke hier aus dem Stadion. Gleich wird Fußball gespielt. Zurück zu dir, Matthias.